So, dann wollen wir nach der Firmware suchen, was es da so gibt. Ich bin mal hier direkt auf die Seite von LilyGo gegangen. Das ist LilyGo.cc. Und habe hier jetzt nochmal die Produktbeschreibung gefunden. Ja, wo gibt es hier? Kostet $11,20. Size, Quantity, Add to Cart. Okay. Dann kommt da wahrscheinlich nochmal Packaging oben drauf. Was ist denn, wenn ich Buy It Now drücke? Buy It Now. Buy It Now. Okay, dann kostet es $13,10. Ah, calculated at next step. Germany. Irgendwer konnte. Ja, dann. Ah, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Es wird auf jeden Fall dann irgendwie teurer. Nehme ich mal an. Ist dasselbe Teil? Jupp, das ist es. Ich habe auch, letztens bin ich hier rüber gegangen, habe draufgeklickt und. Oder habe ich hier drauf geklickt? Our Store? Happy Chinese New Year! Ja. Our Holiday. Und war dann. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich da, glaube ich, drauf geklickt. Ich bin auf jeden Fall AliExpress gelandet. Und die verschicken das dann auch direkt. Hier kommt. Relevant technical usage issues can be discussed. GitHub. Vielleicht finde ich da was. Das sind nochmal die Specifications. Das ist ein anderes. Ah, hier. If you new technology, please check the link to find more details. FabGL. VGA 32. Okay, was ist das? Klicken wir nochmal drauf. LilyGo, FabGL. Forked from FD Vito FabGL. Okay, ist ein Fork. Warum dann nicht das Original nehmen? Und das ist der ESP32 Display Controller VGA, PAL, NTSC, bla 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 Zeug und war. Von FabGL.org. Ich gucke lieber Forked from, ich gehe mal zum Original. FabGL. Ah, Fabrizio di Vittorio. Wieso kommt mir da so bekannt vor? Kurzer Ausflug. Der hat irgendwie schon mal geile Sachen gemacht. Auf dem Odroid? Fabrizio di Vittorio. Overview, Projects, Repositories, FabGL, Open, Tessa, Say. Eigentlich egal, oder? Amiga 600, Firmware, Setkeys, ESP Web. Irgendwie kommt der mir bekannt vor. Naja, wir wollen FabGL. Sind dann hier und. Ja, ich könnte eigentlich auch mal schauen, ob ich das einfach nicht in der Arduino-IDE finde. Hier ist auf jeden Fall die ganze Dokumentation für die API. Examples gibt es auch. Für VGA. Ah, ein Altair 8800, ein ANSI Terminal Audio Classic Racer, Collision Detection, Direkt VGA, Double Buffer, File Browser, Hardware Test, Import Box, Mouse on Screen, Multi Network, oh, PC Emulator. Ja, witzig, Sound Chip Simulator, Space Invaders, das ist Space Invaders. Wenn ich da draufklicke, komme ich einfach nur zum. Ach, das ist ein Inno. Gucken wir noch mal rein. FabGL.h, FabUtils, Sprites und Sounds und Intro Scene, Canvas, Draw Text, Draw Bitmap und so weiter. Scheint ja ganz eingängig zu sein, seine API. Also lang ist das gar nicht für das Space Invaders, was wir ganz am Anfang gesehen haben. Ja, einfach mal die
Die Library. Ah, VC20 oder Vic 20. Fig 20. Aber der hieß ja dann in Deutschland VC20. Genau wie das Spiel, das in Deutschland unter dem Namen SheFox für weiblicher Fuchs, SheFox. Und weiblicher Fuchs heißt normalerweise Wixen. Wixen. Und haben sie auch nicht verkauft unter Wixen, sondern unter SheFox. Ich schweife ab. Space Invaders. Alle mal ausprobieren. FabGL. Ja, ich starte mal meine Arduino-Idee. Die vielleicht überhaupt nichts am Hut haben mit Arduino-Idee oder sowas. Das kann man hier unter Cool Web Arduino Ersteinrichtung nachlesen. Ich hau euch den Link da auch. Das verlinke ich euch oder hau es euch in die Beschreibung. Das geht zwar über ein Arduino Uno, aber da kann man auch ESP8266, ESP32, den wir haben, und STM32 und mit programmieren. Wie man das installiert, wo man das findet, steht hier. Genau. Und die Library könntet ihr euch dann wahrscheinlich auch unter, wenn ihr Visual Studio Code-Fan seid, wie man das installiert, steht woanders. Ich weiß jetzt gar nicht wo. Warte mal suchen. Visual Studio Code Site Cool Web. Visual Studio Code mit Platform.io. Könnt ihr euch dann auch nochmal durchlesen, wie man das installiert. Aber das ist mehr für Programme, für Programmierer. Da kann man sich dann die Lib auch reinholen. Und unterschiedliche, hier habe ich zum Beispiel ein Lollin 32, das müsste 8266 und ESP32 sein. Und die ganzen Libs hier könnt ihr euch auch mal zu Gemüte führen. Aber ich schätze mal, er kommt wegen der Spieler, oder? Also, wenn das Arduino IDE dann installiert ist. Ich starte es mal kurz. Okay, da ist sie, die Arduino IDE 1.8.12. Inzwischen gibt es, glaube ich, 2.0.3 oder sowas. Ich benutze mal die alte 1.8. Da muss ich jetzt gucken. Schon lange nichts mehr gemacht, meine Güte. Werkzeuge, Bibliotheken verwalten. Genau. Ja. Ui, ist da langsam. Und FabGL hieß das Ding. Mann, ist der Rechner heute lahm. Ne, Fab G L. Da, bei Fabrizio, genau, das ist das Ding. VGA, PAL, SSD. Das ist ein OLED, glaube ich. Nee, das ist ein Controller für das ist ein TFT dann. PS und. Sound Engine Version 1.0.9 installieren. Ja, installiert. Ja, das dauert jetzt einen Moment. Jo, wunderbar.
Und jetzt müsste ich eigentlich. Ja, jetzt muss ich erstmal mein ESP32 anschließen. Warte, ich lade schon mal ein Exempel. Die müssten ja dann irgendwie unter Sketch-Beispiele. Wo war denn das? Da, die Voreinstellungen. Da. Öffnen? Nein. Letzte öffnen. Sketch-Beispiele. Beispiele. FabGL. Boah, ja. Irgendwo. Ah, da. Composite? Ah, Composite. Das, was der C64 benutzt hat, gibt's wahrscheinlich auch, um da was zu machen. Auch nicht schlecht. Ah ja, genau, das ist ein TFT, richtig gerade, mit 240 mal 320. Keyboard-Scan-Codes und Maus werde ich brauchen. Das 1306 ist ein OLED, genau, das benutze ich auch ganz gerne. Die sind nicht teuer. Könnt ihr auch bei mir schauen, da gibt es nämlich ein Einbrennproblem, beziehungsweise ein Ausbrennproblem, wenn man die auf der Standard maximalen Kontraststärke laufen lässt. Nach einem Jahr hat man da so Flecken drin, kann fast nichts mehr lesen. Noch ein TFT und VGA, da sind wir bei VGA. Ein alter Altair-Computer. Fangen wir ganz oben an. So. Schwuppdiwupp, machen wir das hier groß. Created by Fabrizio Di Vittorio. Das ist ein schöner Name, oder? Bis 22. If you need a commercial license. Genau, brauchen wir nicht. Wir wollen ja nur mal gucken. Ja, jetzt muss ich das Dings da irgendwie anstecken. Da muss ich hier. Ach, das mache ich dann. Also 5. Da habe ich das letzte Mal mit gemacht. Da muss ich eh dann ändern. Holen wir das Ding erstmal her. Und dann gucken wir, ob wir das brennen können. So, den ESP32 angesteckt. Und gleich meine Fehlermeldung von Windows 7 gekriegt. Von wegen, ja, konnte keinen Treiber finden. Das ist hier. Mal abstecken. Okay, USB 2 Hub ist es nicht. USB 2.0 Serial. Single Serial. Eigenschaften. Treiber. Kein Treiber. Ja, er kennt keinen Treiber. Da war doch was. Ich guck mal kurz auf den Chip drauf. Was denn das einer sein soll? Abstecken. Da haben wir nämlich ein CH9102F. Genau. Und kein CH340. Weil der CH340, den man sonst immer drauf hat, ist ein Serial Adapter. Und den CH. Jo, stand nämlich drin. In der Bestellung. Ich konnte dann die Farbe wählen und die Geschmacksrichtung. Und das ist der kleine Chip hinter der Micro-USB-Dose. Meine Augen. CH9102. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das angewählt hatte. Ist was anderes gab es auch nicht. USB 2 High Speed Serial Port Chip All Products Datasheet von ILS. So, und dafür hätte ich gern einen Treiber für Windows 7. LilyGo Chip Windows Drivers. Fragen wir doch direkt bei denen da. Forum Arduino CC. Tada. We use Cookies. Ja. So auf viel Zeit oder bla bla. Nein, das ist es ja auch nicht. Gab's einen Driver hier? Ich weiß nicht, Chinesen Downloads, WCH, nee.
CH340 da ist okay für. Nee. Der 340 Driver works on Windows 7, no problems. Tut aber nicht, weil den habe ich ja schon installiert. Ich guck mal, da kann man dieses Pre-Install-Dings da, wie der das auch erzählt. Und versuch das nochmal. Ich muss den nur mal raussuchen. Jo! Ich habe da sogar mal was zu geschrieben. Arduino Pro Mini Pinout Programmierer mit dem Seebälder. Da steht irgendwas mit CH340. Bla bla bla. Okay. Wo ich das Zeug jetzt her habe, steht da jetzt allerdings, glaube ich, nicht. Nehmen wir das nochmal zu hier. Das Kabel an mich. Vorstellung Node MCU. Da steht auch was über den C340. CH340. Suchen wir hier nochmal. Pinout. Na, irgendwo habe ich das doch auch beschrieben, bestimmt. Ich muss erst beim Raspberry Pico. Ah, ja. Genau. Sowas ähnliches habe ich jetzt auch. Da. Und da gibt es hier irgendwo. Hier downloaden. Der Zadig. Zadig Akeo.ie. Zadig. Zadig Akeo ID. Und das ist, glaube ich, den ich ja auch schon habe. Ja. On Select Inf. Ich habe jetzt aber nur den hier. Ich kann es auch mal installen in Previous. Ansonsten muss ich mir ja mal die nächste holen von dem Zadig. Install. Blub, 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 blub. This driver successfully pre-installed and advanced. In advance. Jetzt nochmal rein das Ding. Bub, macht er. Bub. Anderen Port wählen. Bub, bub. So ist nichts. Muss ich noch mal gucken. Oh, es wird wieder eine Odyssee. Reinstall. Das sieht ja auch hier irgendwie viel neuer aus. Ich glaube, ich hole mir mal das Neue. Naja, die Seite habe ich ja selbst angegeben. Lib-USB. Nochmal vorher rausziehen. 2.7, was hatte ich jetzt? Help. Tja, die hättet ihr ja irgendwo mal eintragen können, die. Nein. Naja. Ich lade den mal runter, installiere den, dann schauen wir, ob es damit geht. Ansonsten muss ich nochmal woanders gucken. So, runtergeladen. Ausführen. Akeo, jawohl. WinUSB. LibUSB. USB. Was? Serial. Wen muss ich denn da nehmen? Install WCD-Treiber. WinUSB. LibUSB Win32. LibUSB. Ich glaube den, oder? Ich probier's. Ach so.
Hätte ich da oben nicht noch was auswählen müssen? Boah. Boah, hätte ich geklickt. Installing Driver. Das Getriebe wurde nicht installiert. Warum nicht? USB hab ja den. Das ist ein anderes Problem. Ja, und den hier machen wir das mal raus. Was? Ja, und hier hätte ich jetzt gar nichts installieren dürfen. Komisch. Benchmark Device. Ich tue den mal rein. Gucken, was passiert. Ach ja. USB. Oh! Er hat ja irgendwie was gefunden. USB Single Serial. Wo ich den jetzt reingeklickt habe. Okay. Driver None. Und jetzt nehme ich den Lib. Und jetzt sage ich nochmal. Ein Device found. Also man muss ihn einstecken und dann Install Driver. Seid ihr jetzt live dabei, wie ich mich abmühe, den Driver da zu installieren? Normalerweise kriegt man ja nur irgendwie Lösung präsentiert. Aber hey. Wenn es nicht interessiert, da gibt es einen Vorspulknopf bei YouTube. Es dauert. Vielleicht muss ich auch nicht LibUSB nehmen. Aber das habe ich irgendwie noch im Hinterkopf. Note: libusb based above means an application that uses either libusb, libusb 32 oder libusbk. Installation. Aha, habt ihr es gehört? Da-dum. The driver was installed successfully. Wo ist denn jetzt hier mein WAP? Aha, aha, aha. Das hier ist da. Hier, da habe ich noch ein bisschen mit meinem. Ach, ich habe ja so viel Zeug dranhängen. Es ist mein Pi Pico. Eingabegeräte, USB, Eingabegeräte, serielle Adapter suche ich. Na, Modems nicht, aber fast. Anschlüsse da. Das ist der Prolific. Das ist der. Das ist. Ich habe keinen Comport gekriegt. Ach, hier. Ob ich das wählen kann? Probieren wir es aus. Sonst muss ich den anders nehmen. Werkzeuge, Board ist sowieso was anders. Also, da können wir mal gleich auf ESP einstellen. ESP 32 Dev Module. Müsste passen. Hallo? Mhm. Okay. Und dann ein bisschen schnell, oder? Kann man ganz probieren, ne? Sind ja auch größer, die Dinger. 4 Megabyte stimmt, 80 Megahertz oder waren es 40? Naja, ich lasse das mal so. Ansonsten muss ich da nochmal in die Spezifikation gucken. Port? Nee. USB? Nee. Ich brauche auf jeden Fall einen Comport, den ich nicht habe. Das ist doof. Weil ich glaube 1.37. Einer ist mein Pico. Das andere ist das Modem und eins ist. Eins war, glaube ich, das Modem. Da fehlt einer.
Oh, das ist 40. Ich probiere einfach mal 40. Und sag, hochladen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Wenn der das hochlädt, ja, muss er ja kompilieren. Single Serial. Eigenschaften. Zeigt er mir hier irgendwie einen Comport ein? Treiber. Ich würde abstürzen hier und sagen, ist nicht. Weil 37 ist mein Python. 1 ist mein 40 ist mein Modem und Kommunikation COM 1. Also wenn höchstens COM 1, aber ich glaube, das habe ich für was anderes reserviert. Ich weiß noch nicht mehr was. 1 ist das Modem. Jetzt pause ich das mal, der ist da irgendwie ewig am Kompilieren, das dauert. Jo, wie man sieht, Port 40, das war auch was anderes. Da hängt ein anderes Device dran. Das ist, glaube ich, mein Modem. Das ist das Prolific-Dingster-Bumster. Es ist hier dieser. Ich habe neu installiert als Win-USB. Hat auch wieder Dödem gemacht. Aber er hat. Da habe ich immer noch kein kein COM-Port. Ich kenne noch USB Serial. Das ist es doch eigentlich auch. Ich will ein Serial-Port haben. Also, jetzt bin ich voller Hoffnung. Ja, probieren geht über studieren. Was heißt CDC? Ich weiß es nicht, aber ich will eigentlich ein Serial-Port haben. Sagen wir nochmal Replace Driver. Das dauert einen Moment. Nehme ich mal an. Und dann hoffe ich, dass hier der hier verschwindet. Und hier was auftaucht. Ein neuer COM-Port, den ich dann einstellen kann. Weil das war ja hier irgendwie nichts. Das hat ganz schön gedauert. 1,2 Megabyte ist der Sketch lang. Und 94% des Programmspeicherplatzes damit verbraucht. Weil 1,3 Megabyte ist irgendwie Installing Driver. Ja, okay. Da-dam. Spannung. Ah, hier. Das ist also. Okay. USB Single Serial 42. Ah, 42 ist immer gut. Also. Nachdem ich selbst ein bisschen rumprobieren müsste, ihr müsst euch den Zadig in der neuesten Version holen. Das ist hier irgendwie 2.7. Den gibt es hier bei Zadig Akio IE. IE, ist das Irland? Weiß ich jetzt nicht. Schwupp. Ah ja, da. Runter. Und dann nicht das, was da steht, sondern wir brauchen einen Serial Port. Darum. Serial, USB Serial auswählen. Den mache ich mal klein. 42 kann ich jetzt hier wahrscheinlich auswählen. Genau, 42. Die Antwort auf alles. So, und dann hoffe ich, er kompiliert nicht nochmal alles, sondern hat da irgendwie einen präkompilierten Status und schiebt mir das jetzt hoch. Und wenn das so ist, dann werde ich das hier wieder an meine Hardware, an meine Retro-Hardware anschließen und gucken, ob da. Was sollte das jetzt hier sein? Ach, der Altair. Ich weiß gar nicht, wie der richtig funktioniert. Das war doch nicht einer mit Kippschaltern. Das ist uralt Computer. Ob da ein anderes Bild kommt? Und wenn ein anderes Bild kommt. Würde ich versuchen,
weil das ja so schräg aufgenommen ist, hier über meinen, ich glaube, ich habe noch einen VGA zu HDMI-Adapter und den HDMI kann ich dann irgendwie aufnehmen und dann kann ich das direkt da in, hoffentlich, kommt natürlich immer auch auf die Scanauflösung an und die vertikale und horizontale Frequenz. Aber ich will das mal versuchen, damit ihr dann ein klareres Bild habt. Und wie die Tastatur und die Anschlüsse, das habt ihr ja schon gesehen, das brauchen wir nicht nochmal neu. Ja, also scheinbar kombiniert er jetzt nochmal alles durch. Ah, zuvor kompilierte Datei wird verwendet, das ist schön. Compiling Core. Linking everything together. Dann link mal schön. Es kann sich nur noch um Sekunden handeln. Dann können wir gleich mal gucken. Connecting. Seht ihr? Ja, jetzt haben wir eine Connection. Es wird geschrieben. Die blaue LED auf dem Untergrund flackert wie wild von dem ESP. Ich musste nicht mal den Bootknopf oder den Dingsknopf zum Schreiben. Hard Resetting. Und jetzt, ja, kann ich es wieder abziehen. Und er ist fertig. Hier RTS-Pin. Oh ja, ich kriege jetzt keine serielle Ausgabe. Ich glaube, das ist in Ordnung. Jetzt schließe ich das Ding mal drüben an und gucke, ob ich eine Ausgabe habe.